Yeah, yo, it's my life, my time, my rights, my rhymes, my grind, my struggle, hustle, sweat in my blood too. Howard Pinkel. Aber diesmal Mr. Perfect Pins the Narcissist for the 101 Victory. Diesmal du hast zum Abschluss nicht Mr. Perfect gehabt. Oh my god, can you believe this? What a slobber knocker. Vintage Mr. Perfect. So, also jetzt, großes Finale, was machen wir? Nummer Crush. Die Musik von Crush ist geil. Cranium Crunch. From Kona Coast, Hawaii. Weighing in at 315 pounds. This is Crush. Okay. Ihr habt jetzt überreden können. Ich habe so gerade das Bedürfnis, den Zahnstocher wegzuschmeißen. Und ihm seine Goldketten zu klauen. Der hat genauso ein Brust-H2P wie du, glaube ich, oder? Ich war mir jetzt eine Antwort. Persona entspricht ungefähr so deinem Body-Mass-Index. Dafür habe ich aber so viel auf dem Konto wie Ted DiBiase. Nur eine Million? Everybody's got a price. For the million dollar man. Gott, der hat auch noch so ein Holland-Oranje mit einer violetten Hose. Heilige Scheiße. Und dann noch so ein Nackenspoiler. Nein! Oh, hast du das gesehen? Ich wollte es nicht sehen. Ich hab gerade nicht hingeguckt. Das sollen wir mit dir machen. 30 Minuten Lockup. Nein! Wer machte das da immer? Randy Orton? Den Headlock nicht so locker. So. Oh. Wieso heiße ich Krusz? Das ist unfair, du bist der Marine und ich komme nur aus Hawaii. Nein. Der Corporate People's Elbow war das. Den Ringrichter weghauen. Oh Mann! Der Ringrichter hat mich umgehauen! Was kannst du eigentlich, Alter? Ist der auch Styropor oder was? Oh Mann! Was? Jetzt hau ich dich zu Boden, Gott verdammt! Nein! Irgendwann wird spannend, jetzt haben wir ungefähr das gleiche Energielevel. Ja. Nein! Komm schon! Oh, Two Count! Unglaublich, Günther, ich dachte, das wär's. Nein! Steh auf, du Bulette! Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Komm Seil! Ja! Ja! Komm schon! Nein! Verdammt! Komm schon! So, was machst du jetzt? Hey, das ist nicht fair! Wir werden es so sein. Oh Mann, das kann ich nicht. Ja! Oh. Jawohl! Da hast du schon den Sieg vor Augen gehabt. Oh Gott, oh Gott. Da kannst du mindestens sagen, dass es nicht knapp war. Hättest du im Boden gelegen, hätte ich dich pinnen können.
Der letzte Tritt entscheidet. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, mein Herz explodiert. Ja. Kommen wir zur Nachbesprechung. Zur Analyse dieses spannenden Wettstreites. Was hast du zu sagen? Wenn du in einem Spiel, was ich vorher noch nie gespielt habe, so knapp wird, wie würdest du dann in einem Spiel, was ich kenne, dann mache ich dich ja lang, Junge. Dann lädt euch dich ja sowas von aufs Parkett, ey. Oh Gott, oh Gott. Ja? Ich zittere. I'm laying Smackdown on Rock Him, yes! So. Wie viel Wrestler-Sprüche haben wir eigentlich jetzt gebracht in dem Video? Weiß ich gar nicht. Aber ich also all noch, die, die sich das angucken, spulen nochmal zurück. Ich möchte noch gucken, eins sagen. Nur mal an und zählen dann mit. You can win this match because I'm the best there is, the best there was and the best there ever will be. Und es steht 6-2 für mich. 6-2, mein Freund. Ja, wie gesagt, ich spiele selber im Gegensatz zu dir, also ich weiß nicht, ob du so stolz drauf sein kannst. Ich habe nur die beiden Matches selber gespielt, die ich verloren habe. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, damit können wir Runde Nummer 8 zu den Akten legen. Oder hast du noch irgendwas anzumerken? Eigentlich nicht mehr. Enttäuscht? Ich sag mal so, ich habe mich besser geschlagen, als ich befürchtet habe. Ja, aber wenn man so ja, nah stimmt. Dran ist, dann will man auch den Sieg, ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe nicht gedacht, dass das Ding über die volle Distanz von 5 Runden geht. Ja, weil du jeden Zweikampf gewinnst. Ich habe dich nicht einmal mit Tritten oder Schlägen zu Boden befördert. Tja, wahrscheinlich habe ich einfach den schnelleren Daumen. Ja, ja. Genau. Du hast wahrscheinlich auch den Turbo-Controller. Im People's Pad. Ja, das People's Pad von Thrustmaster. Was? Das People's Pad von Thrustmaster. Okay. Ja, wir wollen doch hier keine Schleichwerbung machen. Ich sage den Hersteller von dem Pad, das ich verwende, jetzt nicht. Ich sage nur, es ist ein großer Hersteller, der auch irgendwelche kaputten Betriebssysteme herstellt. Ja, von denen man sich nie das, die Version 1.0 kaufen sollte. Das reichen, oder? Wie bitte? Hallo? Bist du noch da? Lebst du noch? Ja, aber du nicht mehr. Ja. Egal. Bevor noch weitere solche Pannen passieren, würde ich sagen, beenden wir diese Runde nun endgültig und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal und keep gaming und überlasse dir das letzte Wort. Scherz, wenn du mich nicht hört.